fette Beats, hier komme ich. Pomni-Star, bring den Rhythmus. Oh, langweilig. Diese dreckige Puppe muss in den Müll. Bye-bye. Aua. Wow, was war das denn? Eine Barbie-Puppe, wie süß. War das ein Erdbeben? Was auch immer. Wow, wessen Haus ist das? Schick. Okay, Barbie, jetzt machen wir dich sauber. Heiliger Bimbam, was ist denn mit dir passiert? Ich schäme mich so. Oh nein, keine Sorge, ich bring dich wieder zum Strahlen. Ich weiß, was zu tun ist. Wofür sind die? Schau einfach. Ich habe das Geheimrezept. Zahnpasta für einen frischen Minzgeschmack und roter Glitzer für einen Hauch Glamour. Mach dich bereit, Barbie. Es ist Zeit für ein Makeover. Lass uns diese haarige Situation lösen und dich wieder in Form bringen. Falsch abgebogen und in einem Wald aus Fusseln gelandet? Keine Sorge, Pomni rettet den Tag. Und fertig. Jetzt wird gezupft. Wir schälen die alte behaarte Haut ab, um Platz zu machen für... Oh nein, das läuft nicht wie geplant. Das ist empörend. Was? Hilfe, ich kann nicht sehen. Ups, ich bring das schon in Ordnung. Ganz ruhig, Barbie. Wir machen dir ein neues Gesicht. Ich bin künstlerisch begabt. Dein neues Gesicht wird dir gefallen. Machst du Witze? Das nennst du ein Gesicht? Ich sehe aus wie ein Kerl. Tut mir leid, Barbie, es ist noch nicht fertig. Leg dich hin, ich nehme die Farbpalette. Und lass meinen Zauber auf dich wirken. Lass uns erst die Werkzeuge vorbereiten. Okay. Mach dich bereit, dieses Rot zu rocken, Barbie. Wir verleihen deinem Look einen Hauch von Kühnheit. Blaue Lippen, warum nicht? Das nenne ich mutiges Make-up. Und fertig. Was zum... Oh, Schönheitsblender? Was für ein perfektes Timing. Siehst du, Barbie, sogar das Universum hilft uns. Mit ein paar Tipps und Wischbewegungen ist das Make-up perfekt. Weiter geht's. Schau dir diese Lippenschablonen in allen möglichen Farben an. Wow, so viele tolle Farben. Mal sehen. Das muss meine Signaturfarbe werden. Rosa. Gute Wahl. Aber zuerst brauchen wir noch etwas Grundierung. Dann bleibt der Glitzerton für immer. Glitzerregen. Schau, wie du jetzt aussiehst. Perfekt. Warte, warum klingelt das Ding? Lieferung für Pomni. Oh, okay. Ja, ich komme. Hallo, ich bin hier, um etwas Würze in diesen Raum zu bringen. Mit Würze meine ich farbige Markierung. Oh, Hilfe! Hä? Oh, sieh mal eine an. Wie wär's, wenn wir dieser schlichten Puppe etwas Farbe geben? Wie wär's mit Rot und Blau? Das würde dir gut stehen. Oh nein, er ist ein Monster. Draußen ist niemand. Hä? Was zur Hölle? Jax! Oh, hallo, Pomni. Jax, hör sofort mit diesem Wahnsinn auf. Das war ich nicht. Lüg nicht, hier sind Beweise. Aber ich liebe es zu malen. Das wirst du bereuen, Pomni. Ach, was auch immer. Meine Haare sehen furchtbar aus. Vertrau mir, Barbie, manchmal ist der Neuanfang genau das, was du brauchst. Bist du bereit für einen mutigen neuen Look? Irgendwie cool. Ich weiß, aber wir sind noch nicht fertig. Zeit für Farbe. Schwarz ist das neue Blond. Bist du dir sicher? Es geht darum, Veränderungen zu akzeptieren. Du wirst es lieben, versprochen. Ich fühle mich jetzt schon toll. Wow, super fabelhaft. Danke, Pomni. Warte, da ist noch was. Du brauchst diesen Hut. Juhu, jetzt sind wir Zwillinge. Warte, was ist das? Mit den neuen roten Barbie-High-Heels und dem Pomni-Kostüm als Zirkusnarr wird deine Sammlung noch lustiger und fröhlicher. Nein! Wieso nicht? Komm schon, diese roten Absätze sind zum Sterben schön. Und das alles für nur 1000 Euro mit Rabatt. So viel Geld haben wir nicht. Armes Ding, was für eine Schande. Keine Sorge, Barbie. Oh, Mist, okay. Hey, das ist unser Glückstag, Barbie. Eins, zwei, voilà. Jetzt noch ein paar plüschige Details. Plüschknöpfe sind ein Muss für diesen Look. Wow, dieses Kostüm ist fantastisch. Hurra! Lasst uns tanzen. Juhu! Oh, mein Fuß! Oh Gott, das muss ja wehtun. Was soll ich tun? Oh, das sollte es tun. Ganz ruhig, Barbie. Ich hol's für dich raus. Und es ist draußen. Ich zieh dir Schuhe an, damit deine Füßchen sicher sind. Es ist ein bisschen heiß, aber es lohnt sich. Und jetzt noch ein bisschen Pomni-Stil. Genau so. Das ist echt cool. Gefällt mir so gut. Lass mal sehen. Oh ja!
Wir haben's geschafft, Barbie. Hier ist alles durcheinander. Das müssen wir aufräumen. Geschafft. Puh. Ich bring jetzt besser den Müll raus. Jetzt gehörst du mir. Lass uns sie ärgern. Die Süße bringt den Müll raus. Geschafft. Oh nein, die Tür. Jetzt aufhören. Warte. Suchst du das? Nein. Ha, ist das? Vogelkot? Nicht unter meiner Aufsicht, du blöder Vogel. Setz dich. Und um die Sache ins Rollen zu bringen... Friss, Vögelchen! Isst du so? Ja. Lecker. Hey, da passiert was. Ups, du musstest wirklich mal... Ekelhaft. Hey, kannst du mal aufhören? Es läuft über. Hör auf damit! Es läuft überall über. Was soll ich denn machen? Schau dir das ganze Zeug an. Guck mal, das ist ein Herz. Was kann ich mit dem ganzen Zeug noch machen? Die Möglichkeiten sind endlos. Oh ja. Ein Glas? Dankeschön. Das kann ich gut gebrauchen. Kommt her, ihr Bällchen. Wow! Komm her! Willst du mich, Pommel? Ja, bitte. Ich will etwas. Schau, wie es schwimmt. Ist das nicht schön? Noch eine Haha-Überraschung. Bereit für mehr? Hey, was ist das da drüben? Ist das ein Mann? Was macht der da drüben? Macht er etwa... Hey, ich bitte dich! Hey! Was ist das? Ist das mit Schleim bedeckt? Was ist das, ein Riesenpopel? Wie eklig. Was? Hallo, Pomni. Guck mal, was ich habe. Willst du tauschen? Klingt gut. Warte mal. Was ist das denn? Siehst du das? Das ist ein ganzer Ballon. Hey, der passt. Und ich weiß genau, was ich damit mache. Den Verlierer werde ich nicht vermissen. Wenigstens ist er noch zu etwas gut. Da sieht toll aus. Zeit zum Spielen. Nein! Guck mal. Soko! So faszinierend. Willst du damit spielen? Das ist ein Ja. Okay, du kannst den Schlüssel haben. Gut. Das gehört alles mir. Toll. Ich gehe rein. Endlich. Mein Schlüssel? Was zum? Komm zurück. Ist zu schade, zu traurig. Er hat mich reingelegt. Komm zurück. Nicht mehr nett sein, Pomni. Ich hole ihn zurück. Nachdem ich mich von dem Ding hier befreit habe. Das ist wie Superkleber oder so. Ich kann heute einfach nicht gewinnen. Wie eklig. Das ist so dick. Guck mal. Das will ich nicht. Hey, warte. Ich glaube, es kocht. Siehst du die Bläschen? Es kocht. Riecht irgendwie gut. Vielleicht kann ich das Ding doch gebrauchen. Ich weiß. Fußzeit. Gieß es aus. Wow, das fühlt sich toll an. So viel Schokolade. Das wird episch. Snackzeit, Baby. Schokoladenfuß trifft Schleim. Ja, schnapp dir all das gute Zeug. Und das braucht Streusel. Lass es regnen. Je mehr, desto besser. Sind sie nicht schön? Wow. Nicht schlecht und so schön knusprig. Zeit zu heilen. So gut. Bin ich eine gute Köchin? Lecker. Moment mal. Hier unten ist was los. Schaut keiner zu. Ich muss jetzt wirklich mal... Was? Schlange! Das hat wehgetan. Hey, eine Flasche. So eine könnte ich gut gebrauchen. Und du bist genau das richtige Werkzeug für den Job. Vorsicht, das ist eine scharfe Klinge. Die schneidet durch Plastik wie ein Traum. So. Das kann ich auch gut gebrauchen. Und sieh mal, es hat Punkte. Damit bleiben die Kanten glatt. Und schön ist es auch. So. Bereit zu handeln. Und die Zeit ist reif. Süße Erleichterung ist unterwegs. Lass sie fließen. Ich musste wirklich gehen. Das ist ein sauberer Bach. Willst du was davon? Hey, na klar. Das hier muss helfen. Schön dick ist am besten. Wo kommt das denn her? Wie bitte? Oh, hallo. Das ist die Toilette, oder? Ups, sorry. Nicht dein Ernst, oder? Mein Fehler. So unheimlich. Zeit, sich zu verstecken. Wann wurde hier das letzte Mal sauber gemacht? Hey, guck mal. Das ist echt cool. Glaubst du, das leuchtet? Das beantwortet meine Frage. Ich weiß, wie wir das noch cooler machen können. Ich mache meine eigene Lavalampe.
Das ist psychedelisch. Groovy. Hey, wie kommt das dahin? Ist das ein Aufkleber? Sehr hübsch, aber ich habe Besseres vor. Mach dich bereit. Steck jetzt eine Büroklammer rein. Ja, genau in die Löcher. Super. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich gebe ein bisschen Schwung. Schau, wie sie schwimmen. Hast du Spaß da drin? Schau, wie sie sich bewegen. Hey, da ist jemand drin. Wie unhöflich. Jetzt bin ich mit Müll bedeckt. Wie geht's? Was ist das für ein Zeug? Das? Hey, das ist Essen. Salz sie mit einem Hauch. Oh, Chucky! Oh nein, ist das ein Fleck? Sieht ziemlich übel aus. Was soll ich jetzt machen? Hey, schau mal. Das ist eine Zahnbürste. Das ist meine. Was ist der Typ da? Eklig. Aber ich werde sie gut benutzen. Vertrau einfach dem Prozess, okay? Kannst du mir schon sagen, was es ist? Du wirst es früh genug erfahren. Ich gebe dir einen Hinweis. Es mag Bananen. Ja, es ist ein Affe. Noch nicht fertig. Ich hab's! Etwas Rot hebt ihn hervor. Wir sprechen von einem Upgrade. Gut, dass das geklärt ist. Hey, das ist meins. Es ist einfach perfekt, danke. Auf Wiedersehen. Komm, Papa. Meine Ente. Hab ich dich. Wow. Hast du die Sandalen gesehen? Die hätte ich auch gern. Ich habe nur diese. Wie peinlich. Was macht der Typ jetzt? Atmen. Das bringt mich auf eine Idee. Nichts dagegen. Danke. Toll. Genau, was ich brauche. Lass uns schneiden, Baby. Oh ja. Jetzt bring mir was nach Hause. Tada. Meine kleinen Babys. So perfekt. Aber warte. Die kann ich gebrauchen. Wow, wird es eng hier. Tschüss. So. Guck mal. Flossen für den Sieg. Sie sind fast fertig. Naja, einer. Jedenfalls. Hier, viel besser. Die sind so toll geworden. Schöne Schuhe. Wer ist das? Ja, genau so. Alle werden neidisch sein. Du bist wunderschön. Ja, es ist fabelhaft. Bitte weitermachen. Huh? Wie bist du hergekommen? Du bist so süß. Ich werde mich um dich kümmern, Hündchen. Du bist jetzt in guten Händen. Setz dich einfach hier hin, okay? So süß. Zeit zum Aufblühen. Keine Angst, er spürt nichts. So befriedigend. Was ist wohl in dem Ding drin? Siehst du den ganzen Schleim? Okay, tschüss. Ich brauche nur diesen Teil. Sieht schon besser aus. Aber der Zauber liegt in den kleinen Details. Angefangen bei diesem winzigen Ohr. Oder sollte ich sagen Augen? Hier. Na, was sagst du? Mein kleiner Froschhund. Oh, ich kann es nicht Eine glauben. Eine kleine Ente. Die muss ich haben. Ich bin so glücklich. Hey! Das glaube ich nicht. Lass los! Du hast mich gehört. Niemand. Das ist meins. Auf keinen Fall, Kumpel. Alles in Ordnung? Warte, Melit. Ich weiß, wie wir das Problem lösen können. Ich muss nur etwas geschickter sein. Zuerst machst du hier ein paar Schnitte. Vergiss die andere Seite nicht. So, das sieht gut aus. Und ich habe zwei gemacht. Cool, finde ich. Der Gewinner bekommt die Ente. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja, 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 ja. Los, los. Ja! Nein, 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 nein! Nein! Ich hab gewonnen. Was ist denn hier los? Keine Sorge, ich helfe dir. Ich löse das Rätsel. Und es tut gar nicht weh. Ich muss da rein. Bist du bereit? Mal sehen. Ich spüre definitiv etwas. Warte mal kurz. So viele Pflaumen. Ich kann es sehen. Schau, es kommt raus. Ich hab's. Wow. Jetzt bist du raus. Es ist ein süßes kleines Baby. Schau, wie es herumwirbelt. Entschuldigung. Können wir weiterfahren? Schnall dich an. Das wird der König aller Streiche. Es ist Showtime. Hallo? Ist da jemand? Was ist das? Eine kleine Raupe? Hey, wo willst du hin? Wow, so wackelig. Das war leicht. Moment mal. Was habe ich denn gemacht? Pony! Toll! Wir haben es geschafft. Hä? Das sollte lustig werden. Oh, was für ein schöner Tag. Der Park hört sich gut. Oh!
Meine Zähne! Oh! Oh! Wer hat mich geweckt? Was für ein ungezogenes Kind! Was zum Teufel? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin! Nein, 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 nein! Du darfst nicht gehen, solange du nicht aufräumst. Aufräumen? Aber besser als abwaschen, finde ich. So sehen unsere Wischmops bestimmt nicht aus. Oh, das macht eigentlich echt Spaß. Ich sag Mom, dass sie mir so einen besorgen soll. Dann wird mein Zimmer blitzsauber. Nein, stopp! Eine letzte Kugel und ich bin fertig. Puh, alles an einem Tag geschafft. Sehr gut. Hast du noch mehr für mich? Hilfe! Oh. Wow. Hilfe. Oh. Was machst du da? Lecker! Holt mich hier raus! Hey! Hört sofort auf damit! Nehmt das! Versuch's doch mal! Oh, das werde ich! Blau! Wie du es wolltest. Oh, danke! Oh, du bist so süß! Du hast mir das Leben gerettet, aber bitte füttere mich! Oh, da weiß ich schon, was ich mache. Hoffentlich magst du Süßigkeiten. Was sind Süßigkeiten? Hast du noch nie welche gegessen? Das ist das beste Essen der Welt. Das musst du probieren. Schön aufmachen. Mmh, das war lecker. Komm, wir gehen spazieren. Ja! Wo willst du denn hin? Nicht so schnell! Du musst schon mithalten, hä? Huh? Ich glaube, ich muss mal groß. Was zum? Oh! Ah, Zuckerwatte! Oh, danke, kleines Schweinchen. Oh, das ist so lecker. Meine Zuckerwatte! Oh nein! Oh, ihr Kleinen! Mein Mittagessen! Oh! Danke! Oh, das ist heiß! Na egal, zurück an die Arbeit! Meine arme Zuckerwatte ist ganz geschmolzen! Aber keine Sorge, ich mache mir meine eigene süßere Leckerei! Das wird noch viel besser als vorher. Und nun kommt noch Schlagsahne obendrauf. Und weißt du, was es noch besser macht? Hm? Streusel. Und nun kann ich endlich essen. Mit diesem Gericht könnte ich Meisterköchin werden. Letzter Bissen. So lecker. Ich hätte nicht so viel Süßes essen dürfen. Ne? Hast du dich gerade bewegt oder? Ach, egal. Kuckuck! Schnell wieder rein! Oh, ich mache mir einfach eine DIY-Toilette. Ich werde von dir einfach was abschneiden. Buchstäblich. Ich schneide genau in der Mitte durch. Und dann lege ich es um den Eimer. Ich brauche noch was zum Festhalten. Dieses Pflaster wird reichen. Super. Komm schon. Lalalala, Geronimo, juhu. Puh, keine Sorge wegen des Geruchs. Der Zauber hat mich richtig hungrig gemacht. Aha, mein Snack-Eimer. Sieht irgendwie anders aus. Nein, 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 nein. Ah. Nein! Kuckuck. Ah, was zum Teufel? Du hast meine Snackpause gestört. Ah. Oh, was zum... Stopp! Problem? Hilfe! Lass sie sofort los. Du musst mich schon fangen.
Komm zurück! Oh, die ist aber schnell. Hab ich dich. Mach schon auf. Oh, danke. Na komm her, ich mach dich mal sauber. Du brauchst definitiv Hilfe. Ich glaube nicht, dass der kleine Würfel seine Zähne geputzt hat, oder? Oh, du hast hohes Fieber. Oh nein. Ich weiß genau, was du brauchst. Ein wenig Selbstfürsorge hat noch niemandem geschadet. Einem süßen Püppchen wie dir kann das bestimmt nicht schaden. Das wird dich schön abkühlen, das weiß ich. Wer ist kitzelt? Na, dann wollen wir mal Fieber messen. Hat geklappt. Nun kann ich mich um dich kümmern wie um ein ganz normales Baby. Ach, so einen Tag könnte ich auch selbst mal gut gebrauchen. Dieses Zähnemonster hat mich aber auch wirklich fertig gemacht. Gute Nacht, Mami Pomni. Gute Nacht, mein kleines süßes Baby. Nun kannst du schön schlafen. Mein Snack. Ja, ich werde dich füttern. Möchtest du Gelee? Was ist denn Gelee? Oh, das schmeckt viel besser als so ein Baby. Gelee gibt's auch in vielen Variationen. Auf jeden Fall viel besser als ein Baby, ja. Sieht das nicht total lecker aus? Hier, ich schütte es in deine Schüssel. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich kann auch andere Formen machen. Ich hoffe, du magst Meeresfrüchte, hm? Du weißt wahrscheinlich nicht, was das ist, oder? Das macht gar nichts. Ihr müsst öfter mal rausschwimmen. Wie wäre es mit ein paar anderen Formen? Das hier ist ein süßer Vogel. Normalerweise passen die nicht zu Nudeln. Aber es sieht sehr lustig aus. Okay, was noch? Aha, wie wäre es mit Obst? Oder anderen Tieren, hm? Oh, das macht mich richtig hungrig. Okay, konzentrier dich. Eine Schüssel Nudeln kommt sofort. Njum, 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 njum. Nein. Probier doch mal. Ernsthaft? Oh, ich hab's. Hier kommt das Flugzeug. Hm? Okay. Gib mir meinen Anzug zurück. Egoistisches Mädchen. Ihr doofen Kleinks. Oh, die Tür ist offen. Wow. Nein, komm zurück. Was ist das denn? Du? Wenn du raus willst, musst du die Maus aus dem Labyrinth holen. Ach ja? Ja, das kann ich. Also, dieses Labyrinth sieht sehr einfach aus. Komm, Mickey. Pass doch auf. Nein. Wenn du die nächste Runde verlierst, steckst du für immer hier fest. Okay, ich muss sehr vorsichtig sein jetzt. Immer mit der Ruhe. Nur noch ein Stückchen. Ja. Und wir sind raus. Ich hab's geschafft. Ich gehe endlich nach Hause. Wow, das war fantastisch. Kino? Wow, das muss ich sehen. Bitte unterschreib das Foto. Natürlich, hier, bitte. Oh, vielen Dank. Der Nächste. Oh, Pomni, ich bin so ein großer Fan. Bitte hier unterschreiben. Okay, alles Liebe von Pom. Oh, vielen Dank. Der Nächste. Hallo. Oh, mein Gott. Ich habe dich so lieb, Pomni. Nein, hier ist kein Platz für Streber. Tut mir leid. Was? Ich wünschte, ich wäre so cool wie Jax. So. Eine verlorene Seele braucht ein Makeover. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Willkommen, hässlicher Junge. Brauchst du Hilfe? Um Pomni zu bekommen, musst du Jax werden. Zuerst muss ich diese Pickel loswerden. Oh, okay, ich werde einfach... Stopp! So machen wir das nicht. Übe mit dieser dehnbaren Puppe. Oh, wow, so dehnbar. Jetzt drücken wir deine Pickel aus. Geht eklig. Hey, Vorsicht. Das muss ich jetzt sauber machen. Ups, Entschuldigung. Warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß, wie man das in Ordnung bringt. Warum machen wir nicht das Beste daraus? Ich mache mir eine Gesichtsbehandlung. Falls jemand fragt, ich experimentiere nur mit avantgardistischen Hautpflegetechniken. Hoffentlich ist es der lila Schleim wert.
Ich wusste nicht, dass diese Gesichtsbehandlung genau das ist, was ich brauche. So, und jetzt runter damit. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Langsam. Wow, es ist, als hätte mein Gesicht einen Flohmarkt veranstaltet und alle Pickel wären in die Maske gewandert. Igitt. Ekelhaft. Ich habe jetzt Jacks Gesicht. Aber alles andere ist immer noch mein altes Ich. Jax hat alles, den Stil, den Selbstvertrauen, das komplette digitale Persönlichkeitspaket. Was sollte ich tun? Oh, machst du dir was aus? Hey, oh, wie auch immer, ich habe sowieso eine Ersatzzahnbürste. Ich brauche nur etwas Weiß. Sprüh mich mit etwas weißem Staub an, Baby. Ich werde Jax, der Superstar des unglaublichen digitalen Zirkus. Wuhu, Zeit für Drama. Oh, das wird episch. So etwas wie zu viel Drama gibt es doch gar nicht, oder? Niesen mit Stil. Hä? Was in der virtuellen Welt? Ein Ohrstäbchen mit klebrigem Zeug drauf? Merkwürdig, aber irgendwie faszinierend. Wer braucht schon gekaufte Schminke, wenn man... was auch immer das ist. Ich muss sagen, das ist definitiv der Look, den ich anstrebe. Für die Haare? Ja, ich denke, es ist Zeit für Haare. Oh nein, 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 nein. Nicht anfassen, oh nein. Ich bin gespannt, was da drin ist. Hä? Was ist denn da drin? Das kann nicht echt sein. Aufhören! Jemand muss mir helfen, ich verliere die Kontrolle. Das war heftig. Oh nein, schon wieder. Ich bringe das in Ordnung. Sie sind zurück. Danke, Kane. Puh. Und du bist nichts als Ärger. Mal sehen, was du da drin hast. Brombeeren? Nun, das ist unerwartet, obwohl es irgendwie Sinn macht. Schließlich sind wir hier im Zirkus, wo das Unerwartete die Norm ist. Wie Jax, das Außergewöhnliche ist das Ziel. Lila Haare oh ist nein. Egal. Oh. Ich weiß, ich sehe jetzt fabelhaft aus. Oh, Jax, wir werden bald Zwillinge. Jetzt entspannen wir uns ein wenig. Warte, lila Decke? Scheint, als hätte mir das Schicksal das perfekte Material für Hasenohren geschenkt. Okay, ich brauche hier etwas Magie. Ich bin dran. Los geht's. Oh mein Gott. Oh, ich kann nicht hinsehen. Lass diese Decke sich verwandeln in Hasenohren. Wow, so viele davon. Oh, ich brauche nur zwei davon. Hey. Oh, ich brauche was zum Festhalten. Aha, eine Kleiderbügel. Perfekt. Igitt, die Unterhose muss weg. Und es braucht nur ein wenig Anpassung. Es ist Zeit, die Vergangenheit loszulassen. Einfach abschneiden und wegwerfen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich bin immer für Recycling. Der Kaugummi bekommt gleich eine neue Aufgabe. So, schmeckt immer noch gut. Es ist ein kniffliger Job, aber einer muss ihn ja machen. Nennen wir es doch einfach eine klebrige Innovation, oder? Los geht's. Ein Hasenohr, zwei Hasenohren. Zeit zum Handeln. Mit einem Ohr oben und einem Ohr unten bin ich bereit zu springen und zu hüpfen. Lass uns feiern. Herzlichen Glückwunsch. Bereit für Papierkonfetti. Regen, Regen, Konfetti, Regen. Juhu. Oh, aber es ist nicht lila. Es ist rot und blau. Hey, rot und blau ist lila. Wie mische ich das? Warte mal, ich habe den Pinsel dafür. Lass uns zaubern. Ein bisschen rot, ein bisschen blau. Wir haben eine schöne lila Farbe. Noch ein bisschen rühren und fertig. So, dann wollen wir mal... Hat uns jemand gerufen? Auf geht's, Schachteln. Warte auf mich, ich komme. Stellt euch in einer Reihe auf. Halt mir die Augen zu. Ruhig bleiben, ja, ich färbe hier mein Hemd. Oh, schau dir das schöne Lila an. Wow, fertig mit der lila Farbe für das Hemd. Und rot für die Jeans. Mach sie nass, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt zieh sie wieder an. Aha, so fertig. Danke, Leute. Hey, mit bloßen Händen? Das ist nicht sehr Jax-mäßig. Aha, Handschuhe zur Rettung. Sieht aus, als wäre Jax wieder im Geschäft. Nichts macht mich mehr zu einem Jax als ein paar Handschuhe. Zeig mir den Zirkus, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die Show beginnt. Ich bin bereit. Vergiss den flauschigen Hintern nicht. Denn was wäre ein Jax ohne einen flauschigen Schwanz? I like to move it, move it. Hey, hey. Wie viel habe ich erreicht? Wow, toll. Juhu. Was ist das? Zeit, in Jax Pforten zu schlüpfen. Ich bin nur ein paar Schritte davon entfernt, Jax wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Wow, ich wäre fast in sie reingelaufen, oder?
Nicht unter meiner Aufsicht. Du kannst den Jackson mir nicht täuschen. Oh oh, das ist nicht gut. Heiliger Bimbam. Ach, du böser Puppenstift. Verpiss dich. Was für ein Glück. Jemand hat mir in diesem Zirkus den Rücken freigehalten. Müssen wir unsere kreative Energie in die richtige Bahn lenken? Ja, also gut. Ich muss hier meine Spuren hinterlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sohle in Form bringen und die Hasenpfoten zum Leben erwecken. Denk dran, Präzision ist alles. Für Jacks unverwechselbares Aussehen darf es keine Fehler geben. Die Pfoten sind fertig. Jetzt kommt der lustige Teil. Wir fügen ein wenig Flaum hinzu. Eine tolle Klebelinie hier, nicht am Glitzer sparen. Wenn es um Glanz und Glamour geht, kann ich mich nicht zurückhalten. Mach es flauschig, dann ist perfekt, damit es perfekt klebt. So, tritt in die Fußstapfen von Jax und schau, wie sie sich bewegen. Zieh noch ein bisschen Flausch ab, damit der Hasenlook perfekt wird. Ein letzter Schliff und die Verwandlung ist perfekt. Dieb! Denn kein Jax-Look ist komplett ohne diese bösen Jungs. Zweifel jede Pfote. Ich bin bereit, meine Kunststücke vorzuführen und dem digitalen Zirkuspublikum viel Spaß zu bereiten. Spring zum Beat, spüre den Groove, spüre den Vibe. Zeig einen Move im Jax-Pfote-Style. Jax hat die Moves, los geht's. Aha. Juhu! Ich bin jetzt Jax. Herzlichen Glückwunsch, geh mir zurück in die reale Welt. Oh, tschüss. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Hallo? Oh, der sieht so gut aus, mein Jax. Wie geht es dir? Warte, Hey. Aber jetzt? Hey. Oh, er ist jetzt Jax, genau wovon ich geträumt habe. Komm her, Liebling. Aha, wo ist sie? Bonnie, wo bist du hin?